So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Katana Zero. Und wir sollen zu Hause zurückkehren. Hey, Papa braucht seine Medizin. Hilf einem alten Veteran. Ich habe im Krieg 6 Affenbastarde umgelegt. Affenbastarde? Diggers oder was? Wegen was für ein Krieg denn? Ich habe im Krieg mein verdammtes Bein gegeben und du läufst einfach weiter? Du schuldest mir was, Mann. Ich habe auch gedient. Was? Mit den Affen? Du siehst aus wie ein verfluchter Affe. Ich habe deine Familie getötet, Blödmann. Warum dulden wir so was wie euch überhaupt in New Mecca? Okay, also Asiaten. Keine Schwarzen. Verfluchte Affe. Ihr sollt alle verflucht sein. Schert euch. Weg aus New Mecca, verflucht. Hätten wir euch bloß alle umgebracht. Hey, der gehört mir. Den hast du mir geklaut, du Affenarsch. Affenarsch, versuchst meinen Ohren zu klauen. Hilft mir doch jemand. Überfall. Dieser Mann überfällt einen Veteran. Helft mir doch. Nein, wir gehen. Okay. Aber zur letzten Mission, ich dachte mir wirklich so von wegen, es ist doch eh schon alles tot. Und es gab keine Aufzeichnungen, also komm. Man wird mir ja eh am Ende die Schuld in die Schuhe schieben. Da bist du ja, so ein Typ hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Sieht aus wie ein Film. Wer hat dir das gegeben? Keine Ahnung, so ein Typ mit einer doofen Frisur hat bloß gesagt, ich sollte dir das Ding unbedingt geben. Also, darf ich mitgucken? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist doch bloß irgendein doofer Film. Komm schon, lass mich mitgucken. Heute nicht. Ach, komm schon. Ach, das wird eh nichts. Ich muss sie mitnehmen. Wovon redest du? Wir sind zu groß. Wo sollten wir denn hin tun? Nee, ich rede von Model-Eisenbahn. Alter, denk doch mal. Reicherung, Apartment. Denk doch mal nach, Alter. Tackert vor sich hin. Sammelt Passagiere ein. Wie? Weißt du, was ich meine? Genau, Alter. Wir konnten Zugbros sein. Jeder liebt Zugbros. Scheiße. Wenn das die Bullen sind. Und wenn das der Pizzamensch ist? Wir müssen es riskieren. Hammer. Blut doch mal, Mann. Ich höre, hier drin ist eine Party am Laufen. Gott, hier drin ist eine Party am Laufen. Wer will Party machen, verflucht nochmal? Für den mache ich wohl ein bisschen zu heftig. Party, was? Was ist mit dir, hm? Hast du Bock auf Party? Sag mal. Das war nicht echt, macht ja keinen Kopf. Okay, wenn du das sagst. Ich gehe jetzt wohl besser. Tschüss.
What the fuck, will der einfach wirklich eine Bade machen? Ins Knie. Weißt du was? Eine Ratte in der Falle sagen würde, verflucht. Und ich hätte kein, oh mein Gott, Mitleid. Denn sie ist ja Ungeziefer. Ein Tier. Sie ist in jemanden zu Hause eingedrungen und die Welt wäre, mein Gott. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist noch nicht fertig. Ich will dich ja bitten, mir zu sagen, was du davon hältst, aber die letzte Typen haben hinterher keinen Mucks mehr von sich gegeben. Zeit fing aber tatsächlich an zu für sie. Hörst du das? Ach, das ist diese Medizin, die wir auch bekommen. Dadurch haben wir die Zeitlupe. Halt still. Aufzuheulen. Ich hab nicht mal bis auf den Knochen geschnitten. Wo bleibt denn dein Enthusiasmus? Vielleicht bist du doch nicht so ein Partylöwe. Dann solltest du vielleicht die Musik nicht dauernd so verflucht laut drehen. Du hast wenigstens mehr Rückgrat als dein Freund. Gefällt mir. Aber euer Nachbar nicht so. Dem passen der ganze Krach und die Partys nicht so. Das ist überhaupt der Grund, weshalb ich hier bin. Er kriegt kein Auge zu. Wusstest du das? Der Typ ist ein Serienmörder. Einer der größten und eine verfluchte lebende Legende, Mann. Hey, lächle mal in die Kamera. Okay, wir haben vielleicht doch nicht die größte Wöhnung, aber das waren gerade die Typen, die links von uns wohnen. Aber wir hätten bitte schon den jetzt beauftragt, damit er für uns, ich sag mal, die Musik ausstellt. Das ist den Rauben jetzt das Mädchen weg. Ich gehe mal davon aus, wenn wir die Medizin nicht bekommen würden, würden wir unsere Zeitlupenfähigkeit für eine Zeit lang verlieren. Praxis geschlossen. Alle Termine auf morgen verlegt. Wo sind wir lang? Immer nach links. Anwesenheit wird gewünscht. Hä? Ich hab dich durch den Regen laufen sehen und dachte, ich könnte dich doch mitnehmen. Muss schon sagen, ich bin ein Fan von dir, Mann. Ein riesiger Fan. Ja, das habe ich im Video gesehen. Neulich abends in der Fabrik. Es waren meine Leute, die du getötet hast. Mir ist, als spreche ich hier mit einem Film. Was? Filmautoren? Haha, du bist der verfluchte Drache. Also, wie hat dir mein Geschenk gefallen, das Video? Warum haben sie meine Nachbarn getötet? Es war krank. Was ist los mit ihnen, verflucht nochmal? Laute Nachbarn, ja? Ey, wie fandest du die Sache mit dem Seitenschneider? Genial, stimmt's? Soweit bin ich gar nicht gekommen. Die sind widerlich. Soweit bin ich gar nicht gekommen. Ich wüsste, es braucht eine Menge, um sie zu beeindrucken. Hm? Scheiße, ich habe nicht mal gefragt, ob du was haben willst. Machst du Party? Nein. Sei doch nicht so zickig, Mann. Ich habe hier erstklassiges ungeschnittenes Zeug. Jungs und ich arbeiten daran, dieses Kampfdruck aus dem Krieg wieder aufzulegen.
Du musst es mal probieren, das ist... Nein. Sei nicht so ein Waschlappen, Mann. Hey, gib mir ein Messer. Gib mir einfach ein gutes Messer. Ja, verflucht, ja, verflucht, ja, verflucht, ja, verflucht. Jetzt du. Nein. Heute nicht, hm? Oh Himmel. Das knallt immer noch, verflucht. Hör mal, Mann. Ich habe ein paar abgefahrene Kameras im Studio 51. Bringen wir diesen blöden Tussen hin und schlagen wir ihnen die Schädel ein. What? Nein, danke. Komm schon, Mann. Ich hab dir doch mit deinen Leuten, deinem Nachbarn geholfen. Ich sag doch, also... Verfluchter Unmensch. Ja. Glaubst du, bist besser als ich? Du tötest in einer Nacht mehr Leute als ich in meinem ganzen Leben. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Etwas leiser. Kennst du überhaupt die Bedeutung von Respekt? Verstehst du, was ich dir anbiete? Kannst. Verpiss dich, Snow. Er hat kein Interesse. Er hat abgelehnt und ist damit davon gekommen, okay? Hau ab. Wie auch immer, Snow. Ich bin beschäftigt. Okay, what the fuck? Also, tut mir leid, dass ich manchmal total schrecklich vorlese. Das merke ich selbst. Aber ich bin gerade nicht so auf der Höhe, was das angeht. Ach du Scheiße, bist du mir ernsthaft gefolgt? Du hast mir gesagt, wo du hin willst, das ist nicht so schwierig. Du hast verkackt. Was zur Hölle? Ach komm, der schießt auch. Ich gehe davon aus, dadurch, dass ich keine neue Medizin gekommen habe, bin ich gleich voll am Arsch. Verflucht. Ich bin nicht in Form. Ich hätte meinen Personal Trader nicht abknallen sollen. What the fuck? Also, wir sind in der Filmstudio. Okay, vergesst es. Ich dachte gerade, was sind das für ein Fuhrnamen? Na komm, gehen wir erst in den Keller. Die Kapelle des Todes. Oh Mann. Da muss ich rüberspringen. Da muss ich hoch. Das nenne ich aber mal ein wunderschönes Studio mit echten Fallen und alles. Easy. Ah ne, warte mal, die füllt sich ja doch immer wieder auf die Zeitlupenleiste. Mein Gott, was da schon gegenhauen. Okay, ich dachte, die wird sich immer nur auffüllen, wenn ich Medizin bekomme. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ach, come on!
So. Dieser kleine Wichser. Fuck it. Warum wollte der Y? Fang er hier an. Y war schleichen. Das war zu langsam gestrichen. Oh, komm, jetzt verliere ich gegen so einen Loser, ey. Alter, mit dem voll in die Fresse springen. Voll in die Fresse! Ah, schade. Okay, das schaffe ich aber. So, passt doch viel besser. Was jetzt? War ich nicht. What? Okay, ich muss da schneller durch, glaube ich. Verdammte Scheiße. Oh, das kriegt mir gleich den Arsch. Oh fuck, ich muss da hoch. Oh, da. Danke, dass ich jetzt auch mal wieder was sehen darf. Das ist doch scheiße. Aua. Ist es. Auf. Tot. Treffer. Das ist noch mit eins der schwierigsten Sachen, hier überhaupt vernünftig reinzuspringen. Dürfte ich bitte? Danke. So. Okay. Ersten Abschnitt geschafft. So, dann Unsicherheit im Weltall, im Weltraum. Let's see what's happened here. Ein Molotow. Ja, war lustig. Oh fuck, das ist ein Shotgun! War ich ein bisschen spät erkannt. Halt, Fleischling. Dein mickriges Schiff wurde. Halt fest. Aua. Schnauze. Ja, verdammt! Weil ich den ersten pariert habe. Come on. Aha, die Rolle vergessen. Ja, ein Fehler. Und man darf den Abschnitt nochmal neu machen. Komm hier hin. So, das wäre geschafft. Was war das denn jetzt bitte? Wow!
Das ist übrigens so ein fettes Badabum, macht dachte ich mir schon, weil hier ein Ölfass auch genau vor meiner Tür stand. Darum bin ich nicht erst durch die Tür gegangen. Was ist denn da? Hallo? Okay. Okay, das war einfach. Ah, jetzt muss ich da oben wahrscheinlich durch. Schnauzer. Ich will den Bildschirm zerstören. Schade, darf ich nicht. Doch nicht? Kommt noch was? Aber schön, dass sie echte tödliche Laser in ihrem Studio haben. Mehrfach. In jeder Etage scheinbar. Ja, das ist scheiße. Krieg dich nicht? Tu's nicht! Smokebomb. Aua. Einfach mal Hallo sagen. Alter, warum auf einmal? Alter, warum schießt du denn auf einmal? Hast du doch beim ersten Mal auch nicht. Kleiner Pisser, du. Oh, Baby. Smokebombs sind cool. Euch beiden brauche ich es nicht. Warum bleibt der eine da liegen? Alter. Okay, ich muss schneller hier hinkommen, damit ich die Beine erwische. Er knallt das Ding ab, der Wichser. Okay, ich verstehe. Gute Idee. Warum auch immer der jetzt da stand. Und er jetzt so weit hinten. Okay, weiter runter. Danke. Gut zu wissen, dass hier anscheinend die Dreharbeiten von Silent Hill gemacht wurden. Das Köpfen dieses Types hat übrigens einen Erfolg gegeben. Zum Glück darf ich hier wieder anfangen. Ich habe die Laser zu spät gesehen. So, wir können weiter. Das war so nicht gedacht. Aber hat geklappt. Er ist gerade gekommen, ja. Er ist allein. Komm rüber. Ich will keine Flecken auf meinem frischen Trainingsanzug.
Komm schon. Das ist geschäftlich. Ja, dann mal los. Das ist echt ein Bosskampf, oder wie? Alter. Alter, ich komme so schnell nicht zum Schießen. Was zum Fick muss ich tun? Wenn er mich rammt und weg, bin ich tot. Fuck. War's das schon? Was für eine Verschwendung. Wollte eigentlich nicht zücken, aber das ging jetzt echt schnell. Für dein Lieblingsprojekt hatte ich noch nie viel übrig. Spar dir. Was zum Fick nicht so schnell? Geh jetzt heim und vergiss das Ganze. Dies ist deine einzige Warnung. Was für eine verfluchte Verschwendung. Hauen wir hier ab. Ja, hauen wir ab. Halte meine Gnade nicht für Schwäche. What the fuck? Tut leid, dass ich heute nicht in der Praxis war. Ich habe Ihren Termin auf morgen verschoben. Ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Nacht. Okay. Wer das Klopfen da ist und wer was da ist, also wer was von uns will, ich gehe mal davon aus, dass das das Mädchen sein wird. Aber das lösen wir in der nächsten Folge auf. Ich danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.